Hallo und herzlich willkommen wieder zu einer neuen Folge LS17 mit dem Erdkräfter 27 Jo. und dem Murdoch 3338. Moin. Wir haben uns heute Der hier Mistkäfer. zwei fleißige Bauern noch extra dazu geholt, oder sind heute besser gesagt zu dritt im Bunde, um eine meisterschaftliche Arbeit zu leisten, nämlich Millionär zu werden. Das ist Punkt 4 auf unserer heutigen Tagesliste. Aber zuerst müssen wir warten, bis diese Felder da drüben gewachsen sind. Davor müssen wir sie natürlich noch düngen. Die Und sind schon dann. alle gedüngt. Hast du die schon gedüngt? Ja, letzte Folge. Nee, hier steht nämlich noch drauf, Felder düngen. Bin noch nicht gedüngt. Wenn du mal als Käsig gehst und schaust, sind die alle gedüngt. Dann sind die halt gedüngt. Gedüngt. Ja, auf jeden Fall werden wir die ernten. Dann sehen wir da Mais. Dann fangen wir mit der BGA an und dann werden wir Millionäre. Nichtsdestotrotz haben wir gerade eben 5.000 Euro, haben 80.000 Euro Schulden, Kredit, wir können maximal 200.000 Euro Kredit aufnehmen, brauchen aber für die ganzen Fahrzeuge, die wir zusätzlich noch brauchen, 37.500. Und dann werden wir mal schauen, wie wir heute in die Runden kommen. So spricht der Buchhalter. So spricht der Buchhalter, nichtsdestotrotz mache ich ja Wirtschaft, also was für Mama. Muss das ja wissen. Ja, wir haben ja Buchhaltung in der Schule. Eigentlich haben wir das alles in der letzten Folge ausgerechnet und so. Also er ja, liest ja eigentlich nur das ab, was wir eh schon berechnet haben. Ja, das steht auf, trotzdem noch auf der Rechnung. Ja, sonst haben wir wieder mal Mods geupdatet und. Ja. Genau. Und Murdoch ist wieder mit dabei. Und Murdoch ist da. Jo, nach langer, langer Zeit. Um langer, langer Zeit. Naja, sind ja ein paar Folgen vergangen, ne? Einiges, wir Schalten kommen. wir da erstmal den Kopf ab. Gut, dann würde ich sagen. Zeit hast du eh schon hochgestellt. Wir haben Hey, Drive Control. Mistkäfer, komm mal her. Weil die kommen ja beide da. Das ist besser gewesen. Abgestorben. Oben werden die Felder nix. Komm, hopp, hopp. Ah, du hast die Mal ein Zeit bisschen weiterentwickelt, daneben okay. sitzen. Du schon. Hallo Felder. Hol doch Wollte mal die eigentlich was. Gießkanne, vielleicht geht das schneller. Wir haben einen Haufen Maschinen gekauft. Was haben wir auf Maschinen Wir haben einen gekauft, neuen Boden? Hänger gekauft, letzten Ja, da. Staffel, und einen neuen Mähdrescher. Den Hänger war ja Murdoch noch dabei, oder? Nein. Doch, Also den doch, Hänger doch, den kenne ich. hast du schon gekauft. Mussten wir nur noch abholen. Genau. Aber jetzt haben wir ihn hier stehen. Und der neue Schlepper war auch noch dabei. Ja, den haben wir ja schon da. Genau. Wir haben bei der Sämaschine verstanden, die muss zugeklappt sein, um das Saat gut zu wechseln. Genau. Da war ja was. Schau mal, es wächst. Das können wir gleich schon mal ändern, das Saatgut. Das war mit Z. Du brauchst eine neue Maschine. Stimmt, da war ja was. Brauchen eine Mais-Sämaschine. Und wir brauchen Gruber wieder. Und wir haben Ja, viel zu tun. Wie aber gesagt, warte mal. 37.500 Fahrzeug mieten. Warte mal, während das Feld ja Dings, könnten wir schon die Maschinen umgehen. Dann könntest du Gruber. mal einen Das ist eine Kredit gute nehmen. Idee. Ja, mit Kredit, das wäre mal Punkt 1. Wenn ich den mal nehmen würde. Wir brauchen einen Kredit von 37.500. So, Line. Da du jetzt ja schon 80.000 hast, bräuchtest du somit 150.000, damit wir über runden können. Ja, mal grob, kann Warum man sage ich immer jetzt was nehmen. 150.000? Ist ja egal. Das wären ja Ja, 70.000. Naja, habe ich schon, egal. Kack drauf. So, wir haben gesagt, wir brauchen eine Seemaschine. Was kostet die? Seemaschine hatten wir 6.700. Kommt ja drauf an, wer wir gesagt haben. Ja, eine mit Mais. Es sollte auch nicht die kleinste sein, gell? Hier, kannst So. ja schauen, was passt. Diese Kartoffeln. Diesen Mais. Das wäre die mit 4,5 Meter. Die wäre nur Kartoffel. Das war die mit 6 Meter. Die würde kosten. Wie viel hast du gesagt? 6.700. Gut, dann ist das die Idee. Tempo, irgendwas.
Mal wirklich gucken, ob die für Mais ist. Hier, ja, Rüben, Mais, Bohnen, Sonnenblumen und eine Hand, die Dings. Achso, Dünger wahrscheinlich. Gut, dann mieten wir die mal. Und dann noch ein Gruber. Und ein Grubber. Im Breiten. Ja, da kann man nur das mieten, was Da wir mal so. 3520. Auswählen. 3520, genau, auch 6 Meter. Das kostet dann nichts Größeres. 8 Meter würde bisschen mehr kosten. Aber Ja, 8 nehmen Meter. halt mit. Wir machen jetzt ja eh erstmal noch Gewinn durch die ganzen Felder. Gut, dann sind die Maschinen mal gekauft. Genau, und wegen dann Häcksler plus Schneidwerk müssen wir einen Schneidwerkswagen mitbringen. So, ich darf da mal ein Gerät holen und den zweiten Wir bauen sind wir. schon zu zweit unterwegs. Achso, seid ihr schon gefahren? Okay, dann passt. Wir sind jetzt gleich beim Shop. Wir haben kein Licht. Ging denn Licht? F. Pflanzenwachstum ist halt ein bisschen, ja. Könnte schneller sein. Oh, Windows meldet sich. Oh, noch ein Stückchen Zufdorf und noch ein Stückchen, noch ein Stückchen Stopp. Ja, ich kann schon fahren. Ja, gerade du. Woher denn, mein Junge? Fahr mal als Kolonne. Sam. Ja, befüllen müssen. Können wir es dann eh Dünger? Können wir auch befüllen? Das läuft. Und den Häcksler müssen wir mal dann auch noch organisieren. Da können wir auch noch mal ein bisschen warten. Ja, müssen wir erstmal Gewinn erwirtschaften. Gut, Holy shit. Chef, wie schaut's aus mit dem Feld? Noch nicht. Also Murdoch, was stellst du denn schon wieder an? Ich? Gar nichts. Gar nichts. Ein Gruber auf der Hauptstraße ausklappen. Ich hab mich nur verdrückt. Ja. Ich habe meinen Funk neben der Ausbauklappe und du hast eben auch ausgeklappt, deine Saatmaschine, dein Wie schön Cropper. das aussieht. Aber nicht so weit wie du. Ich seh das nämlich im Rückspiegel, im Seitenspiegel. Seitenspiegel. Stimmt, eigentlich wollte ich ja mal die FAQ umstellen. Was für eine FAQ. Das heißt nicht FAQ, Ansicht halt. Bitte biegen Sie bei der nächsten Einfahrt links ab. Das Problem ist, dass du Okay, heute gar nicht rechts. rausgeflogen bist. Was ist denn los? Was heute? Ja, Ich habe 21:11 Uhr ist vorbei. den Router nochmal neu gestartet. Zwangsneustartung. Einfach Ah, Stromstecker und jetzt gezogen. hat er wohl alles übernommen, wie du es wolltest. Ja, nach dem vierten, fünften Mal neu starten. Wir hatten das ja schon letztens mal Factorio aufgenommen haben. Hat dann einfach den Strom weggenommen, dann habe ich ihn wieder eingeschaltet und dann ging gar nichts. Dann habe ich ihn zurückgesetzt, ging noch weniger, dann wieder Strom weg und ein bisschen. Geiler Router. Und dann hat sich schon der Nachbar gemeldet. Was ist mit dem Internet? Ach so, hast du mit dem Nachbarn zusammen? Ja. Nachbar. Das ist mein Bruder, also. Denken wir drauf auf dem schnellen Internet. Aber es ist ja Nachbar. Wir sind ja in zwei Häuser. Schau mal, was wir mitgebracht haben. Traumhaft. Traumhaft. Schöne Geräte. So, wie sieht's da aus? Ist da schon was erntereif? Nein. Die Nummer 20 wäre erntereif. Und die 13 und die 7. Oh. Haben wir eigentlich schon ein Feld gekauft? Nee, wir hatten nur ausgecheckt, wie viel die Felder kosten. Ja, wir haben kein Geld für ein Feld. Waren wir? Soll ich jetzt hier Geld ausgeben? Für was meist? Ja, Keine Ahnung, du brauchst ja nichts. Murdoch braucht. Saatgut. Saatgut. Ich bin Gruber. Und Dünger. Genau. Das habe ich nicht geschnallt. Kostendünger 2000 Euro. Puh.
Herr Finanzmann, das hast du nicht einkalkuliert. Deshalb habe ich ja gesagt, Kredit bis 150. Wir haben nur noch 19.000. Was? Hä? Es geht doch alles weg. Was hast du für einen Kredit aufgenommen? Ja, die bis zu 150.000. Aber wir hatten doch einfach nur So, 80.000. voll. Okay, Saatgut war günstig mit 500. Ja, jetzt haben wir einen Kredit von 155.000. Okay, warum haben wir so wenig Geld? Am Anfang hat man noch einen Kredit von 80.000. Weil wir auch Fahrzeugkosten hatten, weil wir einen Tag drüber sind. Und die belaufen sich auf rund 10.000, so grob. Und da kann man genau schauen, da steht ja drin. Irgendwo im Vielleicht sollte ich Internet. mir das mal aufschreiben. Wir hatten Fahrzeugkosten von. So, okay, das ist nicht aufgelistet, genau. Weil die Nimm mal nicht so. Betriebskosten haben wir mal 3.300. Betriebskosten. Und Mietkosten kann ich nicht sagen, weil das steht jetzt 23.000, das sind aber die aktuellen dabei. Bin jetzt da drauf. Dann haben wir 5.000 Dünger und Saat. Und keine Ahnung, was sonstiges ist. Sonstiges ist 17.000. Kredit. Die Kreditzinsen sind ja separat. Ja, 217. Ja, werden wir eh sehen. Wir werden eh sterben, früher oder später. So, fertig, Soll oder? ich Treffer fahren? Was du willst. Also stellen wir einen Speed runter. Nummer 7. So, wir brauchen das. Dann können wir eigentlich direkt dahinter weiterfahren mit Kuba und ja. Ja, stellen wir Murdoch einfach mal einen Hänger hin. Dann kann er das separat selber ausladen, wie er will. Und wir zwei Das. gehen grobern und sehen. Umkoppeln. Was? Umkoppeln. Ich glaube, du wirst den größeren Schlepper brauchen für den Grober. Dann fahr mal raus. Schätze ich einfach mal. So, dann nehme ich mal die Seemaschine. Sehen wir eh gleich. Ob das schaffen wir oder nicht. So wird's erstmal nichts. So nicht, mein Freund. Wir hatten aber vorderisch Vor allem die ganzen eingeparkt. Reifen schon. Wir packen da vorderisch ein. Da rückwärts aufparken, ne? Sonnenblume brauchen wir nicht, wir müssen das ändern mit, was war denn das? Z, glaube ich, gell? Ja. Mais. Jetzt wird immer Körnermais warm. ist die korrekte Bedeutung, Bezeichnung. Nein, wir warten, bis Murdoch keinen Kreis gefahren ist. Problem ist, dass ich auch größer bin. Du bist ja gleich groß wie ich. Nein, du bist Nee, ich weiter. bin 8 Meter. Ach du Ja. Kacke. Deswegen müssen wir mal warten, bis Murdoch keine Runde gefahren ist. Bis ich gefahren bin. Ja, du bist ja wohl schneller als ich. Ach so, ihr wartet auf mich. Ja. So wird man aber auf dich warten. Wir warten alle auf dich. Nur auf dich. Ist schon besser, wenn du im Kreis fährst. Die alle warten auf Mörder. So, stehen sie alle hier. Drei Bauern auf einem Feld. Hast du schon die realistischen Rundumleuchten angeschaut? Nein, kann ich jetzt machen. Man halt, bei dir sieht man es ein bisschen hinten. Auf. Ach, Auf guck deinem mal, da Ding. stehen sie ja und warten Ja. so. Die sind ja versteckt, die Einstellungen, ja. So, fahr doch. Weißt du, was das an Sprit kostet? Der macht den Motor aus. Geht nicht.